Wir sehen aber direkt einen Schieß, und zwar von beiden Seiten. Oh ja, da läuft man rein, aber der Double Knock-Up, der trifft schon mal, und das ist ein Traumstart. Denn OP Energy, die wollen hier unbedingt das First Blood, das werden sie auch bekommen. Tiger, der Flash sogar nochmal raus, geht der zweite auch noch down. Position für SK. Die werden trotzdem ein bisschen rausgejagt, ne? Karix NG macht das hier schön, man gruppiert sich langsam. Und hätte Teleport dazu, jetzt kommt allerdings der Sion, der rennt einfach mal rein. Alois mit dem guten Spot, CC trifft Parts, der Zug holt sich den Kill. Senna explodet hier. Und man versucht trotzdem nochmal reinzugehen mit dem Spielefeuer. Starke Ultimate, auch nochmal von Deeplex, aber der Schaden ist noch nicht da. Set Ultimate aber auch gut getroffen. Lilith, der Auto-Tag des Todes von einem Six. Der Yorda, der weiß, wie Schmerzen auszuteilen sind. Und jetzt will man die sogar noch weiterarbeiten. Der Set macht das hier wirklich gut. Die Base-Werte von Ornn ebenfalls hoch. Aber jetzt ist man zu viel, man ist low, aber es ist einfach diese Überzahlsituation. Alois ebenfalls down, Rocklo und er überlebt sogar, darf hier rauslaufen und das ist am Ende ein 4 zu, was für ein Trade? Nee, das ist ein 3 zu 0 Trade, 1 Trade am Ende. Rocklo wird gejagt und war auf zu, auf Cooldown. Oh. Wir testen jetzt im River der nächste Fight, die Megabombe, die trifft Tiger, damit der einfach mal rausgenommen. Tschüss, war schön mit dir, Lilith bekommt den Kill und Serion soll ebenfalls nochmal in den grauen Bildschirm gejagt werden. Ja, Six Auto-Takes, die tun mal ein bisschen mehr wie auch Diana, aber sie wir haben den Debuff. Adept ist ebenfalls als Teleport. Oh, wird jetzt eingesetzt. Das könnte der Giga-Troll des Tages werden, meine Damen und Herren. Jetzt rennt man da rein, man ist schon super low, Karks eingeht. Tschüss, mein Freund. Jetzt ist man nur noch zu viert, aber immerhin hat man ebenfalls Frenic schon mal down bekommen. Man ist hier immer noch zu dritt unterwegs. Auch Alois muss hier raus. Noch nicht. Mittlerweile Frenic seine Ultimate. Alle sind fast, also gleich sind alle Ultimates wieder da und das kann wirklich ein Abtasten werden. Der Poke allerdings stark, die Flank. Oh, der Flank super stark, aber man bekommt die nicht. Am Ende ist Adept down, die Megabombe trifft ebenfalls. Der Snipe von KXNG ebenfalls noch mit dabei. Jetzt kommt das Schmiedefeuer. Man will hier mit dem Schmiedefeuer einen Kill vor. Oh, er bekommt er, er trifft beide. Rocklo macht hier wieder alles gut. Tiger rennt nochmal raus, überlebt das. Aber das ist es, das muss die Drachenseele sein für OP Energy. Alois, ganz allein, du bist ein Tank, du machst doch da gar nichts, mein Freund. Shutdown sogar nochmal für Kane und er freut sich. Scharfschützen Rocklo, eine neue Form, die er uns hier präsentiert und du hast es angesprochen, es ist die Infernal Soul für... Die OP Energy ist, ob wirklich mal drunter kommt oder ob die Toplane-Rotation kommt und gerade ist es halt die Toplane-Rotation gegen den Zion. Der rennt da jetzt sogar nochmal offensiv hinterher, kassiert trotzdem jetzt einiges an Schaden. Die Ultimate von Kane, oh, kommt nicht raus, aber das heranzieht der True Damage trotzdem. Und Alois geht down. Und jetzt hat man hier sogar nochmal einen Teleport geforst. Adept allerdings ist zu mobil, den will man hier ohne Minions nicht towerdiven. Mit den 5. Ob das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Oh, Lilip. Tschüss. Shutdown leider hier für Sedrion. Der sagte trotzdem danke. Aber währenddessen wird eben die Top-Lane eingerissen. Der Inip, der verpufft hier. Deeplex steckt sich das Gebäude ein. Jetzt müssen sie aufpassen, dass sie nicht von hinten geflankt werden. Und von vorne. Unterwegs und von vorne kommt ebenfalls nochmal der Zug. Der wird abgefangen von Set. Aber sie sind so hart in Unterzahl. Ornn hätte Teleport. Aber will er da wirklich nochmal rein? Das ist eine potenzielle 5 zu 3 Situation. Diana und Senna lässt man die anscheinend leben. Und wir sehen es auch. Deeplex, der schleicht sich hier langsam an. Ne? Der will sich diesen Spot suchen. Um da wirklich vielleicht eine 3, 4 Mann Ultimate zu landen. Aber jetzt kommt die Taric Ultimate und man re-engaged das einfach bei SK. Jetzt kommt die Megabombe. Die macht super viel Schaden. Deeplex, du hier schnappt ihr einfach die Kalista. Shutdown für ihn. Sedrion flasht nicht optimal. Double Kill. Und sie räumen hier mit einem großen Staubsauger einfach mal komplett SKP auf. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Man hat ein, zwei Minions im nächsten Miniwave kommen, wenn Alois das Ganze nicht wegklären kann. Und das sollte man jetzt mit der Passiven noch verhindern und macht das auch wunderbar mit der Bombe von Lilith. Dann ist das, glaube ich, das Spiel. Man hat 20 Sekunden auf allen Wesen. 0-2 die beiden Teams. Aber OP Energy schafft es hier jetzt, sich zu befreien. Es geht nur noch auf den Nexus, die Megabombe. Wird nochmal eingesetzt, aber das kann man nicht halten. Das Spiel, das muss hier vorbei sein und das ist es auch. OP Energy holt sich dann...